Statistisch gesehen bringt sich in Deutschland alle 45 Minuten jemand um. Wir haben im Schnitt um die 11.000 Suizidtote im Jahr. Die Dunkelziffer geht von bis zu 20% mehr aus, so zumindest das Robert-Koch-Institut und das Statistische Bundesamt. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfall, Drogen und HIV zusammen. Das Durchschnittssuizidalter liegt bei Ende 50 und Männer bringen sich im Verhältnis zu Frauen von 3 zu 1 um. Das heißt dreimal so viele Männer wie Frauen. Bei Kindern ist Suizid nach Unfällen die zweite Todesursache, also auch noch vor Krankheiten. Und im Winter töten sich mehr Menschen selbst als im Sommer. Und zu Weihnachten gibt es auch nochmal einen Ausschlag nach oben. Und das ist der Grund, weshalb ich heute am dritten Advent gedacht habe, ich spreche mal darüber, auch wenn das ein Thema ist, wo viele nicht so gerne hingucken wollen. Und was ich gerne heute erreichen würde, ist, euch ein bisschen zu sensibilisieren für Anzeichen von Suizid. Und dafür stelle ich euch ein paar Kriterien vor und auch vielleicht ein paar Ideen, wie man damit umgehen kann. Wenn es um Suizid geht, unterscheidet man in der Psychologie von drei Phasen, bis es dazu kommt. Die erste Phase, das ist die sogenannte Erwägungsphase. Also das heißt, hier taucht der Gedanke an Selbsttötung zum ersten Mal auf. Vielleicht gibt es dann auch von demjenigen eine Andeutung dazu, sowas wie, ach, wäre gut, wenn alles vorbei ist, oder dann bräuchte ich mir darüber keine Sorgen mehr machen. Also das heißt, in dieser Phase, in dieser Erwägungsphase, gibt es auch schon mal Andeutungen dazu. Die zweite Phase, das ist die Ambivalenzphase, da geht es schon mehr Richtung Ziel. Da werden Pro und Contra abgewogen, also was gewinne ich durch den Suizid und was verliere ich. Und die dritte Phase, das ist die Entschlussphase, da hat derjenige sich klar dafür entschieden und schließt quasi mit dem Leben ab. Und diese Phase ist oft gekennzeichnet, man nennt das die Ruhe vor dem Sturm. Das heißt, derjenige, wenn man den vorher sehr aufgewühlt erlebt hat oder depressiv oder dergleichen, dann ist das eine Phase, wo er relativ gelassen ist, entspannt ist und auch sagt, nee, ist alles in Ordnung. Wenn man das von außen beobachtet, und darum geht es mir hier, euch so ein bisschen zu sensibilisieren, wenn ihr von außen drauf guckt, dann ist das ein Alarmsignal. Also dann ist es eben nicht dieses, nur Gott sei Dank, der hat sich wieder eingefangen, sondern dann ist es erst recht ein Punkt zu gucken, okay, was ist hier los? Weil diese Ruhe vor dem Sturm ist eben dieses, der hat innerlich schon mit dem Leben abgeschlossen und den tangiert nichts mehr und deshalb hat er auch keine großen Emotionen mehr, weil das Thema in Anführungszeichen für ihn durch ist. Es gibt auch noch andere Kategorisierungen in Sachen Suizid. Das eine nennt sich das präsuizidale Syndrom nach Ringel. Der hat das mal so ein bisschen zusammengefasst. Auch da gibt es Phasen, allerdings gibt es da 5 Phasen. Die erste Phase nennt man situative Einengung oder auch Isolation. Das heißt, derjenige zieht sich zurück, der beschäftigt sich nur noch mit seinem Problem. Der Blickwinkel engt sich immer mehr ein. Derjenige nimmt auch Alternativen nicht mehr so wahr und gerät zunehmend in eine Vereinsamung. Dann haben wir die zweite Phase, die nennt sich Aggressionsstau oder auch Umkehr. Das heißt hier, wenn ich vorher hilflos war oder auch wütend oder aggressiv nach außen gerichtet, sozusagen, dann passiert jetzt was, das richtet sich nach innen. Das heißt, diese Gefühle gehen gegen mich selbst. Ja, das heißt, ich bin auf mich sauer und wütend und ich mache nicht mehr die Außenwelt verantwortlich dafür. In der dritten Phase geht es um tatsächliche Todesfantasien, die dann kommen. Das heißt, es gibt so ganz aktive Pläne, es wird darüber nachgedacht, wie man sich dem Leben ein Ende setzt.
Es gibt auch sogenannte passive Todesfantasien. Das heißt, man stellt sich auch sogar vor, derjenige, wie andere dann an seinem Grab stehen werden, was sie vielleicht sagen werden und solche Geschichten. In der vierten Phase geht es um die absolute Ausweglosigkeit, also dieses Gefühl von, es gibt keine andere Lösung mehr. Denk nochmal dran, ab der ersten Phase geht der Mensch auch in die Isolation. Das heißt, er kriegt auch keinen Input mehr von außen, keine Hilfsangebote oder nimmt die nicht wahr oder weist die auch zurück. Das heißt, der steuert sich selbst immer mehr in diese Ausweglosigkeit rein. Und das engt am Ende auch seine Wertewelt immer mehr ein. Das heißt, es gibt für ihn eigentlich nichts mehr, was wirklich wichtig ist oder relevant ist. Und damit ist es dann auch egal sozusagen. Damit kann man sich ja dann auch das Leben nehmen. Aber abgesehen von diesen ganzen psychologischen Betrachtungsweisen, was mir wichtig ist, ist, wenn erstmal viele Menschen, die Suizid begehen oder begehen wollen, kündigen das in der einen oder anderen Art an. Und zwar ganz am Anfang. Das heißt, wenn es Andeutungen gibt und dergleichen. Das wissen wir, was machen wir üblicherweise, wenn so eine Andeutung kommt. Wir sagen, ach komm, das wird schon wieder, das ist doch nicht so schlimm. Und wir kommen schon klar und sag doch sowas nicht, weil wir das nicht haben wollen. Ne? Also Selbstmord, Suizid, das ist auch ein Tabu und das ist was ganz Schreckliches und wir wollen das nicht haben. Das Ding ist aber, wenn ich das sage, dann kann es sein, dass ich denjenigen eben noch weiter in die Isolation schiebe, in dieses Gegen, weil er sich nicht ernst genommen fühlt. Das heißt, wozu ich euch ermutigen möchte, erstens, wenn ihr den Verdacht habt, dass jemand in eurer Familie, in eurem Freundeskreis richtig abrutscht und da irgendwie sowas kommt, dann traut euch, das anzusprechen, aktiv. Ihr bringt niemanden auf die Idee, sich umzubringen, nur dadurch, dass man fragt, hör mal, Hast du mal daran gedacht oder denkst du darüber nach? Oder ihr könnt es auch verpacken als eine Sorge, da mache ich mir Sorgen drum, dass du dir was antun könntest. Hast du da schon mal dran gedacht? Oft ist es für die Menschen eine Erlösung, sagen zu können, ja, habe ich. Und dann ist es auf dem Tisch. Und wenn es auf dem Tisch ist, nimm es ernst. Nicht bagatellisieren. Nicht mit irgendwelchen Floskeln sagen, ach komm, ist doch nicht so wichtig oder wird schon wieder. Und da kannst du doch nicht sagen, bitte nicht, sondern ernst nehmen und Verständnis zeigen. Und ich weiß, es fällt vielen schwer, gerade wenn man den Menschen sehr, sehr mag und liebt und schätzt. Aber das sind die ersten drei Dinge, um denjenigen nicht noch weiter da reinzuschieben, sozusagen. Oder, also dass er das Gefühl hat, es ist in Ordnung, wie ich bin und ich kann drüber reden. Also das heißt, ich muss in diesen Tabubruch gehen mit demjenigen. Und baue auch dann keinen Druck auf und ich werte die Suizidabsicht auch nicht ab. Derjenige für sich nimmt das ja als reale Option. So, und dann geht es darum, aktiv Hilfe suchen. Und zwar sofort, nicht verschieben, nicht sagen, ach komm, schlaf doch noch mal eine Nacht drüber, sondern sofort. Und gerade hier in Deutschland, wir haben die Telefonseelsorge, die wissen sofort, was zu tun ist. Ich blende euch die Nummer hier ein und sie steht auch unten in der Infobox auch noch mal. Und alles, was ich hier sage, habe ich unten noch mal reingeschrieben, dann könnt ihr es noch mal nachlesen. Es ist einfach wichtig, drüber zu reden und zu sagen, hey, ja, viele Menschen, ich sag's noch mal, um die 11.000 im Jahr wählen Suizid als Ausweg aus einer Situation, die sie als ausweglos empfinden. Und es gibt sicherlich Menschen, da würde jemand sagen, da hat er gute Gründe, wenn jemand extrem starke chronische Schmerzen hat oder dergleichen. Also wo man noch eher sagen kann, das ist nachvollziehbar. Aber es gibt auch Gründe, das ist vielleicht nicht mehr nachvollziehbar. Und der Punkt ist, es ist völlig egal, ob ich die Gründe nachvollziehen kann oder nicht. Dieser Mensch für sich sieht keinen anderen Weg. Und gerade zur Weihnachtszeit gibt es als Suizidmotiv, man nennt es frustrierte psychologische Bedürfnisse. Das heißt, wenn mein Bedürfnis nach Liebe, nach Vertrauen, nach Freunden, nach Sicherheit nicht erfüllt wird, gerade in der Weihnachtszeit, und ich vielleicht jetzt auch noch jemand bin, der einen depressiven Charakter hat oder eine Depression hat tatsächlich, also wenn solche Faktoren zusammenkommen, dann kann das zu so etwas führen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, euch des Themas anzunehmen, euch so ein bisschen sensibilisieren,
weil eben auch die Statistik da sagt, jemand, der Suizid begeht, kündigt es sehr, sehr oft vorher an, macht eine Andeutung, guckt, wie reagiert die Welt. Und das ist der Teil, der noch leben will, der in Interaktion gehen will. Und diesem Teil nehme ich mich an. Und deshalb bitte, sprecht es an, habt keine Angst davor, es anzusprechen. Nehmt denjenigen ernst, nicht bagatellisieren, nicht kleinreden, keine Floskeln. Zeigt Verständnis und anschließend aktiv Hilfe suchen. Ja, jemanden Professionelles dazu nehmen, der denjenigen dann da auch unterstützen kann, dass es eben nicht so weit kommt. So, ernstes Thema am dritten Advent. Ich weiß, in 10 Tagen ist Weihnachten und ja, ich möchte, dass es alle erleben. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr damit was anfangen könnt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Infos sind unten drin. Abonnieren könnt ihr mich auch. Und ja, jetzt einfach noch einen schönen dritten Advent für euch. Im Hintergrund, ihr seht es, meine Kerzen brennen. Ja, yeah, ich habe endlich mal wieder seit 5 Jahren das erste Mal einen Adventskranz. Und ich werde es jetzt noch ein bisschen genießen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.